Als allerletztes möchte ich Ihnen jetzt etwas vorstellen, was ein sogenanntes Überladen von Methoden darstellt. Überladen von Methoden bedeutet, in der Basisklasse hier in Mensch habe ich zum Beispiel diese Basisdaten definiert als Methode. Die kann ich im Student natürlich auch benutzen. Wir haben gerade bereits bemeckert, dass es nicht optimal war, weil er mir nur die drei Datenfelder von einem Menschen zurückgibt, auch wenn der eigentlich ein bisschen mehr hat. Was kann ich dagegen tun? Im Student, das ist eigentlich ganz einfach. Im Student kann ich jetzt eine genau die gleiche Methode definieren, die heißt Basisdaten wieder. Die nimmt wieder ein Self als Parameter und jetzt kopiere ich mir einfach das, was schon da war und nehme auch noch die zusätzlichen Felder mit auf. So, wenn ich das jetzt ausführe, ich glaube, es ist auch alles in Ordnung. Schauen wir mal. Nee, irgendetwas mag er nicht. Ach so, natürlich. Studiengang hat er natürlich nicht und Self muss ja auch alles mit unterstrichen sein. So, Sie wundern sich vielleicht, warum ich diese Fehler ständig mache. Im C++ muss man das eben nicht anschreiben, deswegen kommt man ein bisschen durcheinander. Aber Hauptsache, man weiß, wie man sich selber behilflich helfen kann. So, hat es schon wieder nicht funktioniert? Er hat keine Adresse. Ah, korrekt. Okay. Genau unsere Diskussion von vorne. Ich habe es jetzt einfach idiotischerweise kopiert. Warum funktioniert das jetzt nicht? Naja, Name bemeckert er ja auch nicht. Das ist ein Protected. Das kann ich von innerhalb von dem Studenten zugreifen. Adresse und Alter kann ich leider nicht zugreifen. Die sind privat. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ich definiere alles im Mensch als protected mit einem Unterstrich. Dann kann ich in allen späteren Klassen, in alle Klassen, die von Mensch erben, kann ich sie dann direkt, kann ich direkt darauf zugreifen. Das könnte klappen, ist vielleicht auch gar nicht so schlechte Idee. Ich zeige Ihnen trotzdem auch die zweite Variante. Ich speichere mir erstmal, also ja, ich speichere es mal, ist ein bisschen einfacher. Ich speichere mir erstmal den Aufruf von Mensch, Basisdaten, Self. Und dann schicke ich zurück statt diesem ganzen Kauderwelsch hier, Temp plus dem Zusatz hier. Wir gucken erstmal, ob es funktioniert. Funktioniert auch prima. Hier ist es. Bob, Hamburg, ist 19, studiert Elektrotechnik und ist im ersten Semester. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe genau wie ich es hier mit Init gemacht habe, im Konstruktor, habe ich erstmal die Methode von Mensch aufgerufen und zwar direkt die von Mensch mit dem gleichen Objekten. Das ist auch wichtig, sonst kann er das nicht. Und ich habe das gespeichert erstmal in diesem Temp. Temp hat jetzt alle Basisdaten sozusagen von dem Menschen Bob und jetzt habe ich dazu genommen den Studiengang und das Semester. So macht man es, wenn man die privaten Felder im Mensch tatsächlich auch privat halten möchte. Wie gesagt, Sie können es natürlich auch immer protected machen, aber da muss man sich entscheiden, was man haben möchte. Noch ein paar Worte zur Vererbung insgesamt. Vererbung ist eine tolle Sache, aber man sollte sie mit Vorsicht genießen. Erstens, man kann vererben, vererben, vererben. Man kann eine Basisklasse definieren, davon einen Studenten definieren und darauf vielleicht sogar etwas genauer, ist er jetzt ein Doktorand, ist er ein Bachelorstudent, ist er ein Masterstudent und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich komplette Hierarchien auf diese Art und Weise bauen. Man muss wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht verbaut, dass man nicht so viel rumstrickt, bis man überhaupt nicht mehr durchguckt. Man muss sich wirklich überlegen, brauche ich diese Gemeinsamkeit irgendwo oder ist das einfach schön, weil es eine Struktur ist? Das muss man Fall nach Fall genauer beobachten. Es ist aber sehr wichtig, dass Sie verstehen, was Vererbung ist.
weil die meisten Bibliotheken, über die wir bereits gesprochen haben, dass sie sehr viele Klassen überhaupt benutzen, die benutzen natürlich auch Vererbung. Und Vererbung ist toll, wenn man Basissachen wirklich damit machen kann. Wie zum Beispiel hier immer die Basisdaten eines Menschen hat. Das ist vielleicht ganz praktisch, hängt aber eben vom konkreten Fall auch ab. Damit wissen Sie jetzt, was Vererbung ist, wie man es in Python definiert und nutzt und wie man verschiedene Methoden überlädt. Überladen bedeutet, ich habe es einmal so aufgerufen und einmal so. Das haben wir hier auch ganz schön gesehen, dass bei diesen Basisdaten sieht der Aufruf eigentlich genau gleich aus, aber einmal hat er mir die Basisdatenmethode von Mensch aufgerufen, ganz automatisch, und im anderen hat er eben die Basisdaten von dem Studenten gerufen, auch wiederum automatisch, weil er eben weiß, von welcher Klasse eigentlich mein Objekt ist. Dankeschön und viel Spaß mit den Klassen.